Facebook eingestellt worden. Und dann gab es eine Kommentarspalte, die ich dann auch immer so lese, manchmal mich auch einklinke. Und da hat dann ein User bei Facebook geschrieben, letzte Woche hat die SZ aber noch genau das Gegenteil geschrieben über diese Koalition dort oben. Und dann hat mich eingeklinkt, hat dann geschrieben, ja, das stimmt, aber es hat letzte Woche nicht die SZ geschrieben, sondern das hat mein Kollege, in dem Fall Thomas Hahn heißt er, Korrespondent in Hamburg darüber geschrieben. Und jetzt schreibe ich darüber. Wir bilden uns wirklich was drauf ein, dass wir eine innere Meinungsvielfalt haben. Dass der Prankel gegen die Vorratsdatenspeicherung schreibt, der Käptner für die Vorratsdatenspeicherung schreibt, der Esslinger für den Mindestlohn schreibt, der Beisel gegen den Mindestlohn schreibt. Und das ist manchmal eine Zumutung, dann muten wir unseren Lesern wirklich zu, dass sie an dem Moment, da hat doch die SZ, aber es hat nicht die SZ. Es schreiben bei uns Autoren in der SZ. Okay, wie ist beim TV und Mobilität der Journalisten, also in einem Landkreis schreibt, der muss ja irgendeinen Draht zu den Leuten haben. Ist das ein Problem in der Lokalpresse? Das ist kein Problem, aber die Vielfalt der Aufgaben, die viele Kollegen an die Schreibtische bringen, hindert oft. Ja. Also unsere Devise ist raus, auf die Straße raus. Das gibt ein ganz anderes Feeling für Geschichten, als vom Telefon, vom Schreibtisch aus zu arbeiten. Und das ist absolut notwendig, das zu tun. Okay. Der zweite Vorwurf, vielleicht steht ja auch für den Hörfunk, der immer wieder kommt, der die Vertrauenskrise sozusagen unterfüttert, ist zu wenig Kontext, Hintergrund, zu viel Konfetti.